So, ihr Lieben, ich muss einfach grinsen, wenn ich sowas höre. Wir hatten vor kurzem darüber gesprochen, dass Colin Trevorrow Bryce Dallas Howard als Regisseurin für weitere Jurassic-Filme vorgeschlagen hat. Dass diese Frau quasi die Kevin Feige des Jurassic-Verse werden könnte. Wo ich gesagt habe, ja, finde ich ganz cool, weil ich finde sie als Regisseurin wesentlich kompetenter als Schauspielerin. Und sie selber hat dazu gesagt, dass sie dessen nicht abgeneigt wäre. Jetzt hat sich auch Chris Pratt das erste Mal zu Wort gemeldet, was er denn für einen Vorschlag machen würde, wie man denn mit dem Jurassic-Franchise weitermachen könnte. Unter anderem hat Chris Pratt den Mosasaurus als titeltragenden Dinosaurier vorgeschlagen für mindestens 2 Filme. Pratts Idee hierbei ist gewesen, dass wir den zentralen Fokus mehr auf unsere Weltmeere legen. Das heißt, wir kennen aus den Filmen jetzt ja schon ungefähr das, was an Land passiert. Wir haben die Schwarzmärkte gesehen, wir haben die Auswirkungen auf unser globales System gesehen, was Dinosaurier an Land ausrichten. Ob das realistisch ist mit 15 Sauriern im Keller, im Lockwood-Anwesen, sei mal dahingestellt. Was wir allerdings nie gesehen haben, war ein schönes Szenario mit dem Mosasaurus. Das findet auch Chris Pratt und sagt selbst, man sollte das Ganze vielleicht ähnlich verpacken wie eine Art der weiße Hai-Film, nur eben wie gesagt in 2 Teile aufgeteilt und eben ein Geheimnis des Mosasaurus beinhalten. Von euch in den Kommentaren habe ich schon mal gelesen und ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat. Ey, stell dir doch mal vor, der Mosasaurus hätte exakt dieselben Gene oder ähnliche Varanengene wie auch Blue und könnte sich einfach ohne Partner fortpflanzen. Chris Pratt schlägt einfach genau dasselbe Szenario vor, dass die Weltmeere nach und nach von diesen Wasserdinosauriern, also er spricht hier von einer Mehrzahl von Wassersauriern, sehr wahrscheinlich könnten da auch noch unterschiedliche mit dabei sein, wie der Plesiosaurus und andere, dass die anfangen werden, die Weltmeere zu beherrschen und eben das gesamte Ökosystem der Weltmeere umzukehren, weil nach und nach Tiere aussterben wie Delfine, Wale oder eben auch Haie. Kommt mir jetzt hier nicht mit, das ist unrealistisch, wir reden hier über Jurassic World, das will ich nur noch mal ganz genau klar machen. Wir reden hier über eine Reihe, die mir verkaufen wollte, dass ein Keller, der 15 Dinosaurier beherbergt hat, daran schuld ist, dass die gesamte Welt jetzt global von Dinosauriern bevölkert wird. Von daher würde ich sagen, das ist schon ein relativ interessantes Szenario. Pratt wies dabei allerdings nicht nur auf der weiße Hai hin, er redete generell von einem Szenario, das in einer Unterwasserstation stattfindet. Quasi eben nichts Globales, sondern eine Geschichte von vielleicht 4, 5, 6 Leuten, die aufgrund dessen, dass irgendwo ein Unfall passiert, in einer Unterwasserstation eingefangen sind und das Wasser langsam anfängt, verschiedene Räume zu füllen. Außerhalb dieser Station, da jagen eben die Mosasaurier um diese Wasserstation herum. Ich habe irgendwie ein Szenario im Kopf gehabt, wie das aus Jurassic Park The Game, was ich auch schon mit euch zusammen gespielt habe. Ich habe euch das Video mal in der Beschreibung unten verlinkt, wo wir Jurassic Park The Game gezockt haben. Denn auch da gab es ein ähnliches Szenario, wo ich mir auch gedacht habe, das ist schon ziemlich spannend. Des Weiteren wird es schon sehr bald neue Jurassic-Spiele geben, denn auch hier gibt es erste Bilder dazu und erste Aussagen. Das eine davon ist das hier, ein Funko Pops Jurassic World Spiel, wo ich mir gedacht habe, das sieht schon sehr nach einer anderen Art und Weise aus, ein Lego Jurassic World zu machen. Und ich dachte mir, ich hätte lieber ein Lego Jurassic World Saga gehabt mit Teil 1, 2 und 3 von Jurassic Park und 1, 2 und 3 von Jurassic World und vielleicht noch Lego Camp Cretaceous mit rein. Es hätte mich irgendwie mehr gefreut. Ich weiß auch nicht, was das hier werden soll. Vielleicht bekommen wir ja noch ein Lego Jurassic World Saga Spiel letztendlich. Noch dazu gibt es erste Gerüchte, dass auch die Nintendo, also NES und Sega Jurassic Park Spiele bald in einem dicken Bundle für PlayStation 4 und PlayStation 5 und eben auch Xbox zum Download zur Verfügung stehen sollen. Ob hierbei allerdings irgendwelche Varianten verändert wurden oder ein HD-Patch oder ähnliches bekommen haben, ist dabei unbekannt, aber auch das wurde eben noch im Zusammenhang mit dem Interview mit Chris Pratt hinzugefügt. Jetzt bin ich wie immer auf deine Meinung gespannt. Was sagst du dazu? Findest du die Idee, Jurassic, wie auch immer es jetzt heißen wird, kleiner zu machen gut, um sich quasi nicht auf die gesamte Welt zu konzentrieren, sondern mehr auf diese kleine Station im Wasser, die dann ähnlich wie auch bei der Weiße Hai oder in Deep Blue Sea langsam anfängt unterzugehen und wir bekommen so ein Katz- und Maus- und Zeitspiel damit reingepackt? Ich würde mich auf jeden Fall sehr drauf freuen. In diesem Sinne bin ich für heute erstmal raus mit dem Theorievideo. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal.